Toll, jetzt haben beide gleichzeitig gelabert. Das finde ich natürlich echt super. Und ich habe nur von einem den Untertitel und natürlich das eine ist lauter als das andere. Oh, das sind halt so Sachen, die fucken mich als Spieler halt übertrieben ab. Weil ich will halt alles mitbekommen und nicht nur die Hälfte oder ein Viertel, weil das Spiel so toll buggy ist. Okay, kann auch von der anderen Seite geöffnet werden. Da muss ich aber sowieso gerade gar nicht rein. Oh, 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 nee, 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 mach schnell auf. Das ist ganz toll. Okay, Treibladungspulver, sehr praktisch. Was ist das? Kann ich das wieder auseinandernehmen? Nee, diesmal nicht. So, hier wollte ich rein. Das. Gesundheitskits sind voll. Die, nein, ich will nicht aufs Motorrad. Was? Was ist da passiert? Ich habe gar nichts gemacht. Das war schräg gerade. Ja, deswegen bin ich ja auch hier. Oh, ein Soldat ist da, okay. Ja, wir ballern den einfach gleich über den Haufen, wenn er sich umdreht. So, ein Nagelhaufen, was ist hier? Immer wieder ein Kühlschrank. Die Laden kann man leider alle nicht öffnen. So, es war klar, dass hier wieder irgendwo was ist. Ich muss nach oben. Nach oben. Hm. Da komme ich nicht rein. Ah, ich muss das hier machen. Eine Batterie, sehr praktisch. Was haben wir hier noch? Ein Football-Trikot. Sehr wichtig jetzt im Krieg. Definitiv. Mit dem Football-Trikot, das ist wie eine Art Leo. Och nee, du sollst doch darüber jumpen. Und dich festhalten vor allem. Ma, das kann nicht wahr sein. Muss ich da ein Motorrad nehmen? Oh, das ist ja super ärgerlich. Och man, jetzt ist eine Drohne auch schon wieder da. Geh weg. Das war sehr clever von mir. Ich brauche das Motorrad, weil ich muss da hochfahren. So, oh, oh. Das ist mein Inventar gleich wieder voll, oder? Oder nicht? Nee, wohl nicht. Du sollst das hier aufmachen. Danke. So, jetzt bräuchte ich aber ein Motorrad. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche ein verdammtes Motorrad. Och nee, das kann jetzt aber nicht wahr sein. Also ungünstiger geht's ja gar nicht. Ja, ich bin voll.
Mist. Tagebuch ist hier. Ich glaube, die wissen aber nicht mehr, dass ich da bin. Ich hoffe es zumindest. Oh, bitte geht weg. Das ist gar nicht gut. Alter, okay, das war Glück. Die KI ist halt einfach dumm. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Wissen die jetzt, dass ich da bin? Och man, bitte geht doch einfach. Mann, jetzt sind die wieder... Ermittlungsaufzeichnungen 1. Seitdem die Norks nach Phil gekommen sind, bauen sie diese... Nein, 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 schnell. Mann, lass mich doch in Ruhe, verdammt. Wie komme ich da jetzt wieder runter? Meine Güte, ey. Haben ja eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Ich muss jetzt das hier durchlesen. Ermittlungsaufzeichnungen 1. Seitdem die Norks nach Fehler gekommen sind, bauen sie diese Stützpunkte. Du hast sicher diese riesigen Injektoren gesehen. Sie tun mehr als nur die Kanalisation mit Chlorgas voll zu pumpen. Wir müssen herausfinden, was das ist. Also von der Tonlage jetzt nicht perfekt mit dem Lesen. Oh Gott, dieses Clusterzeug schon wieder. Brady, hier spricht Crawford. Du bist fast da. Ich schlage vor, du suchst dir ein Häuserdach in der Nähe der Linie. Von dort aus hast du die beste Chance, den Zug mit einem Hilfsgerät zu treffen. Sobald der Zug stehen bleibt, musst du dich nur noch nähern. Den Rest erledigt dann dein Smartphone. Nein! Mann, der schießt auf mich! Oh, das ist so eine dumme Dreckskacke, Alter. Dieses Drecks-fucking-Shit-Handy. Mann, jetzt habe ich 40 Wertsachen verloren. Mann, das regt mich jetzt richtig auf. Mach dir keine Sorgen. Bist du auch müde? Meine Fresse, ey. Das Zitat von Mahatma Gandhi. So ein Müll. Die stärkste Kraft der Menschheit ist. Ja, das ist Schwachsinn. Gewaltfreiheit. Boah. Ist die Situation genau gar nicht. So, ich muss da ja mit dem Motorrad rauf, sonst klappt das ja nicht. Versuche mit einem ferngesteuerten Auto. Halt die Schnauze. Es regt mich gerade super auf. Ich habe 40 Wertsachen verloren. 40. Ich war voll. Das wären locker 1.000-2.000 gewesen. Ich habe da ja die ganzen Prozessoren auch drin gehabt. Boah, so ein Müll. Brady, wir hatten in diesem Gebiet alle geschlossen. Die KVA hat sie eingenommen. Aber wenn du sie sichern kannst, können wir sie wieder zum Laufen bringen. Boah, mich regt das so auf gerade. Dass ich 40 Wertgegenstände verloren habe.
So. So ein Mist. Ja, vor allem, ich verstehe das auch mit diesen Cluster-Raketen überhaupt nicht. Wie so schnell kann ich die ja alle gar nicht töten? Irgendeiner betätigt das doch immer. Entschuldigung, falls ich vorher übersteuert bin, was ich wahrscheinlich bin. Aber das hat mich jetzt einfach super aufgeregt. Diese Handy-Interaktion ist so unnötig. Die braucht dieses Spiel überhaupt nicht. Und das Hacken, wie gesagt, das mag ich sowieso nicht. So, das ist unsere Stadt, Nork. Gute Arbeit beim Erobern dieser KVA-Funkstation. Jetzt, da wir die Aktivitäten der KVA überwachen können, sollten wir gewarnt werden. Es spricht Philly Alpha. An alle Teams, hör zu. Du weißt, dass Walkers Entführung für uns alle ein großer Schlag ist. Aber wir müssen ihn zurückholen. Und wir haben auch schon einen Plan. Wir werden einen Goliath stehlen und uns mit ihm unseren Weg in die Indie Hall freisprengen. Ernsthaft? Ein Goliath? Und wie zum Teufel sollen wir an den Goliath rankommen? Wir arbeiten noch an den Details, aber einen anderen Plan haben wir im Moment nicht. Wie die auch immer sich gegenseitig reinquatschen, also... Das ist so, oh, nervig. Auf Dauer nervt das schon wahnsinnig, muss ich sagen. So, wir haben hier kleine Minilager. Ja, ich muss halt 3 von diesen Aufgaben da machen. Und 15 Sniper muss ich töten. Ach ja. So, was machen wir denn jetzt am besten? Wir haben das hier freigeschalten. Könnten in die Festung rein. Wir könnten das hier einnehmen, das Taxidepot. Könnten jetzt alles so machen, wie wir halt fröhlich sind. Ich würde halt sagen, wir machen das hier jetzt. So, das sollte ja nicht wehtun. Perfekt. Das tut auch nicht weh. Sehr gut. Die Schrot laden wir mal nach. Die laden wir auch mal nach. So. Ich habe mich jetzt auch wieder beruhigt. Jetzt können wir ballern. Ich veräm halt auch heute ständig. Die KVA hat einen kompletten Block dem Erdboden gleichgemacht, um in der Nähe von hier einen Stützpunkt zu erbauen. Erobere ihn für den Widerstand und lass die Norks dafür bezahlen, was sie hier zerstört haben. Ja, das werde ich dir bestimmt. So, und rein mit uns. Okay, das geht nicht kaputt. Der ist weiter oben, oder? Hier müssen noch irgendwo welche sein, ja. Der ist weg. Der war noch unter mir. Ha. Auf weite Entfernungen ist die Waffe halt echt schwierig. Mal hier irgendwie Zeug, was wir looten können oder so? Nee. Ich mach das wieder sehr clever. Oh, 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 oh. Puh, das war knapp. Das war sehr knapp. Schnell nachladen, schnell heilen.
So, und dann sabotieren wir das mal. Tada! Sehr schön, perfekt. Eines Tages werden wir diesen KVA-Stützpunkt niederreißen und die Häuser neu aufbauen, die die KVA dem Erdboden gleichgemacht hat. Für den Moment wird der Stützpunkt dem Widerstand dabei helfen, den Rest der Zone zurückzuerobern. Hurley Alpha an alle Teams. Wenn wir ein Goliath spielen wollen, müssen wir äußerst aufmerksam sein. Haben wir irgendwelche Informationen, wo die Nox sie produzieren oder aufbewahren? Was, wenn man einen auf der Straße hacken würde? Du willst so nah an einen ran? Nur zu. Was haben wir denn hier? Munitionsbewahren. Munition ist für Guerillakämpfe immer ein Problem, aber es gibt auch andere Wege, unseren Feind auszuschalten. Was sind das für komische Nebenaufträge? Ja, fotografieren, fotografieren. Schließe einen Stützpunkt ab, ohne eine Kugel abzufeuern. Ich glaube, das kriege ich hin. Wir gehen da jetzt nach oben. So, Muni haben wir ja noch, aber wir machen das nur mit Messern. Wie komme ich denn da raus? Ah, hier ist der Ausgang. Komisch, dass diese Dinger oft keine Seiteneingänge haben. Diese Lager. Hier wohnte mal ein verrückter alter Mann namens Hamish. Die Norks versuchten ihn zu beseitigen, aber seine Fallen hinderten sie daran. Geh dort hinein und sieh nach, ob wir etwas von dem, was er zurückgelassen hat, benutzen können. Gut, die Frage ist, wie komme ich da jetzt rein? Ui, hier sieht's ja aus. Eieiei, die hat's ja ordentlich erwischt. Eieiei, die Stange, die war... Autsch. Eieieiei. Das muss wehgetan haben. Oh. Boah, schnell da weg. Tagebucheintrag. Kann ich mal lesen? Letzter Eintrag. Die Umsiedelung hat letzte Woche begonnen. Die Trucks sind gekommen und die Leute sind mit Koffern und Kisten eingestiegen. Über die Lautsprecher ist zu hören, dass sie das Gebiet bis Ende der Woche geräumt haben wollen. Sie sagen, dass es hier nicht sicher ist. Aber gehe nicht weg. Das ist mein Zuhause. Ich wohne hier schon mein ganzes Leben. Ich habe dem jungen Thompson eine meiner Pistolen gegeben. Er hat eine Frau und ein Kind und ich mache mir Sorgen um ihn. Er ist kein Kämpfer, aber manchmal muss man einer sein, um die Unterdrückung zu überleben. Die Koreaner sind nicht die Ersten, die mich aus meinem Zuhause vertreiben wollen. Ich habe für dieses verdammte Land gekämpft, hart gearbeitet und dieser Ort ist meine Belohnung. Ich habe zu viele schöne Erinnerungen hier, um sie mir von einer Regierung zerstören zu lassen. Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Ich habe immer noch meine alte Jagdausrüstung auf dem Dachboden. Ich werde dafür sorgen, dass mich niemand belästigt. Solange ich hier bin, wird niemand mein Haus ausrauben. Einmal saß ich in einem Keller hinter feindlichen Linien fest und ich konnte den Feind 2 Tage lang in Schach halten. Da werden ein paar hungrige und verängstigte Bürger kein Problem sein. Berichte über einen Unruheherd. Ein Lager wird angegriffen. Jemand in der Nähe muss einschreiten. Die Leute sind wie Insekten, sie nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Hoffentlich werde ich schon lange tot sein, wenn sie die KVA dazu entschließt, das Haus eines alten Wahnsinnigen unter die Lupe zu nehmen. Oh, er ist leider tot. Hat er sich umgebracht?
Ja, mit dem Alkohol, oder? Sieht sehr danach aus, weil daneben so viele Alkoholflaschen standen.